zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Gnomoria. Unsere Gnome sind jetzt fleißig am Rumwuseln, weil die Professions ein bisschen anders eingestellt sind. Ja, so ganz den Überblick darüber habe ich ja immer noch nicht. Aber so lange spiele ich ja auch noch gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich erwarte das auch gar nicht von mir. So, die eine Leiche hier ist jetzt auch endlich mal weg. Der Blacksmith steht. Und da haben wir jetzt jemanden. Ja, schon wieder ein Goblin und ich habe die Rampe noch da stehen. Ja, das ist natürlich, das trifft sich. Ist sehr nett. Also lassen wir einfach mal laufen. Na. So, kommt, haut den platt. Macht ihn tot. Ja, wenigstens das. Und jetzt haben wir ja zumindest auch ein Krankenhaus. Wo die Leute dann noch reingehen. Ah, Momentchen, eine Sache haben wir, glaube ich, noch vergessen. Und zwar, wir haben noch keinen die Heilfähigkeiten oder den Heilungsauftrag gegeben. Das musste ich jetzt noch ändern. So, wo haben wir das? Medic 0. Also, müssen wir irgendwem die medizinischen Fähigkeiten zuschreiben. Und da würde ich jetzt doch tatsächlich dem Rancher das machen, weil naturverbunden, der, ja doch, der kennt sich bestimmt mit der Natur und den Heilkräutern aus und so. Das muss passen. So, wo hätten wir das denn? Miss? Ne, da ist es nicht. Doktor. Medic. Caretaking. Ja, dann soll er das mal machen. Auch wenn die Felder in dem Moment am Brach liegen. Aber zu essen haben wir mehr als genug. Da könnten wir, wenn irgendwann mal der Händler kommt, dann können wir vielleicht ein paar Sachen tauschen. Wäre natürlich jetzt ungünstig, wenn der Rancher nämlich gerade verletzt ist. Kingdom, was machen wir denn da? Was denn noch? Population. Ich gehe es immer wieder suchen. Nö. Nö. Da war es dann nicht. Da, naja, es ist zumindest keiner verletzt. Das ist ja schon mal super. Schauen wir mal, ob unten die Betten stehen. Nee, natürlich noch nicht. Haben wir vielleicht kein Holz mehr? Wundern würde mich das nicht. Schauen wir mal. Ja, Holz sieht Mangelware aus. Dann müssen wir doch noch etwas roden gehen. Und da würde ich vorschlagen, dass man jetzt auch erstmal hier die Bäume hier wegplättet. Forage Fell Trees. Die sollen ruhig mal hier ein bisschen was. Oh, super, jetzt speichert der. Ja. Naja, gut. Roten wir den Hang mal ab. Ja, das läuft natürlich nicht weiter. So, dann könnten wir dem Butcher eigentlich hier noch den Auftrag geben. Ah, Momentchen. Er lagert da ziemlich viel. Komplett Wurst, das ist immer noch die Härte. Ich glaube, der braucht auch noch eine Kiste, wo er die ganzen Knochen oder was reinmachen kann, falls ich das nicht schon mal irgendwo gemacht habe. Nein, da ist nichts. Ich müsste doch beim Bone Carver müsste doch irgendwie was sein. Pass auf, ich mache da jetzt einfach mal noch eine Lagerfläche hin. Designate Area Stockpile. Machen wir es mal dahin. Und da. Ja. Ah, Weapons sind es nicht. Goods. Bone Needle? Nee. Clothes, nein, Crafts, Chicken, Food, Body Parts, Bone, Skulls,
So, das sollte das sein. Und dann brauchen wir halt eine Kiste. Das kann man nämlich, glaube ich, in Kisten lagern. Und die stellen wir dann auch dahin. Aber warum? Ach nee, wir haben ja kein Holz. Ohne Holz kann man natürlich keine Betten herstellen, weil die Bettrahmen sind ja noch nicht fertig. Das macht Sinn. Also hier muss man echt einen guten Überblick darüber behalten, welche Ressourcen man jetzt noch hat und welche irgendwie welche man noch im Überfluss hat. Gut, beim Essen und Trinken hat man es halt auf einen Blick. Bei den anderen Ressourcen ist es halt ein bisschen umständlicher. Das könnte man vielleicht auch einfacher lösen. Da wünsche ich mir persönlich noch eine einfachere Übersicht, dass ich auf einen Blick quasi sehen kann, welche Rohstoffe und welche Güter ich habe und ja, welche eben nicht, welche ich dann halt noch benötige. Das wäre halt super. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, die sind noch beschäftigt. Fasern da zu holen. Dann sollen sie ruhig machen. So dringend ist das Ganze ja dann auch nicht. Aber hier ist einer beim Arbeiten eingepennt. Das ist natürlich nicht sehr produktiv. Der steht da. Ich dachte schon gerade, der wäre tot. Passt da, jetzt habe ich aber gerade mal gedacht, das darf nicht wahr sein. Schon wieder einer verreckt. So ein Scheiß. Naja, glücklicherweise ist er nicht so. Guck mal, die Matratzen sind schon mal fertig. Fehlen nur noch die Bettgestelle. Dann wäre das Krankenhaus hier zumindest schon mal fertig. Ja. Stone Door. Machen wir doch hier mal alles. Türen rein. So. Sehr schön. Ja, stell das. Ach nee, da steht er schon im Bett. Das ist doch super. Dann Designate Area. Und zwar ist das kein Gemeinschaftsquartier, sondern ein Personal Quarter. Ist mir eigentlich egal. Nehmen wir einfach den hier. Den Gnom hat einen Wert von 108. Das Ganze kann man natürlich noch steigern. Wir können ja Woodcarver haben wir doch, glaube ich, und Bonecarver haben wir auch. Wie wäre es, wenn wir da mal etwas Dekoratives reinstellen würden? Nee, das geht nicht. Ein Kleiderschrank. Momentchen. Doch, das müsste doch gehen, oder? Kann man da zwar jetzt nicht aussuchen, welche. Ja, gerade mal gucken, ob das funktioniert. Weil die müsste doch normalerweise auch aus Holz gemacht werden können. Gehen wir einmal nach oben und gucken mal beim Stone. Ne, der Stonecutter macht ja nur Steine. Der Stonecarver. Statue, ja. Passt. Es ist natürlich wieder viel Arbeit jetzt für die Gnome. Und ich denke, wenn wir ein paar mehr hätten, ist der nächste Goblin. Naja. Aber ich denke, das sollten wir jetzt dann doch auch hinkriegen. Machen wir einfach mal. Oh Gott, das sind dann nur noch zwei. Momentchen. Dann. Na? The Noble Hexus. So, ja, das ist der Name. So. Wo kann ich den denn jetzt noch die Waffen
du auch, dann musst doch auch noch irgendwo gehen, oder? Forms Plate Mail. Muss man doch irgendwo auswählen können. Nur die Frage ist, wo? Dann lasse ich es jetzt einfach mal so und schauen wir mal, was passiert. Jetzt gehen die natürlich zu zweit da drauf. Ob das gut geht? Nee. Die Jessa, es leid. Ach du Schande. Tja, ich glaube, ich sollte mich seelisch und moralisch darauf einstellen, dass ich vielleicht ein neues Spielchen starten muss. Ja, toll, jetzt werden noch ganz unsere ganzen Jacks abgeschlachtet. Ach nee, hätte ich doch die Rampe weggemacht und hätte mich mit den Birken da begnügt, aber nein. Ich musste es ja tun. Ich wollte es ja nicht anders. Na gut, alles meckern hilft jetzt nichts. Machen wir es so, wenn ihr stirbt, dann breche ich hier das Spiel dann ab und würde eine neue Partie anfangen. Solange dem nicht so ist, bleibe ich natürlich erstmal noch dabei, aber mit zwei zusätzlichen Gnomen weniger ist das Ganze, naja, das ist ja jetzt so Anfangszustand. Ja, Professions, Momentchen, Signed, Verbilder, Farmer, Miner, Rancher, Woodcutter. Ja, doch, das müsste so noch funktionieren. Ja. Holz kriegen die aber immer noch nicht auf die Kette, das da jetzt mal runter zu tragen, ne? Eigentlich schade. Gut. Wo hatten wir denn die Kiste für die Loks? War das daneben? Stockpile, Goods, Wood, Loks, mhm. Also das stimmt schon. Dann machen wir hier jetzt einfach mal die Priorität ein bisschen höher, damit die mal so langsam da die Holzsachen da holen. Sofern sich denn da irgendwer zu berufen fühlt. Ah, die rennt jetzt natürlich auch immer nur einzeln hin und her. Das war eigentlich jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Vielleicht muss ich da gerade das mal noch priorisieren. Das sieht nicht gut aus. Da haben wir ja die nächsten zwei Zimmer fertig. Können wir die ja zumindest noch zuweisen, weil wir sind ja optimistisch und gehen davon aus, dass das alles noch funktioniert. So, da kommt die Fizzy rein oder der Fizzy, keine Ahnung. Und hier ist dann Platz für den nächsten. Halt. Jo. Was sie da natürlich noch haben sollten, wäre vielleicht Licht. Licht ist, glaube ich, ganz nett. Und in einem stockdusteren Kapuff, nee, da würde ich mich persönlich nicht wohlfühlen. Nee, Momentchen. Build, Furniture, Torch. So, so, und ja, gut, jetzt habe ich da, machen wir es so.
noch jede Menge Äpfel. Gut, eine einfache, also was heißt eine einfache Möglichkeit? Noch eine Lösung wäre natürlich gewesen, jetzt hier noch eine die Wand anders zu setzen, weil wenn die ja vom Rand auskommen, wäre vielleicht eine Maßnahme. Vielleicht sollte ich das einfach machen. Aber nee, da ist Wasser und so. Nee. Nee. Ich riskiere es jetzt einfach. Lass es so. Und wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. Aus Schaden wird man klug. Hoffe ich doch mal. Und bei der nächsten Runde geht es dann auch besser. Aber noch ist die Runde hier ja nicht gescheitert, nicht wahr? Nun gut. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Pause jetzt auch rum ist. Quatsch, was heißt das? Oh, Pause. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, nein, die Folge ist jetzt rum. Und ich mache dann hier jetzt auch einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.